Nach Hinweisen, dass deutschlandweit in DİTİB-Moscheen für Präsident Erdogans Krieg gebetet wird, drehen wir versteckt in Bad Vilbel. Und finden heraus, der Imam spricht von den Schlachten der türkischen Armee und verherrlicht den Märtyrertod. Jeder Muslim sollte beten, Herr, ermögliche mir das Märtyrertum. Wenn die Zeit für junge Menschen gekommen ist und sie sich dem Krieg verweigern, ist das keine Schande, mein Bruder? DİTİB-Moscheen im Dienste der türkischen Regierung. Wie schon bei dem Angriff auf Afrin, als solche Videos verbreitet wurden. Die Armee, die einmarschiert, ist die Armee des Propheten Mohammed. DİTİB wollte uns kein Interview geben. Auch unsere Fragen an den zuständigen Bundesinnenminister blieben unbeantwortet. Die Bundesregierung unterstützt diesen Verband, der die nationalislamistische Politik Erdogans nach Deutschland trägt und auch predigt, auch finanziell. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass Erdogans Politik einen sehr großen Resonanzraum hier bekommen hat. Der Einfluss der türkischen Regierung zeigt sich auch besonders in den sozialen Netzwerken, wo viele in Videos den Krieg unterstützen und Kritiker mit Hassposts zuschütten, oft anonym. Es gibt rund 6000 Trolle, die durch das Erdogan-Regime finanziert werden, unterstützt werden, die nichts anderes machen, als Kriegspropaganda in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Die von uns in Bad Vilbel aufgenommene Rede des Imam wurde übrigens vor dem offiziellen Freitagsgebet verbreitet. Im Internet veröffentlicht DİTİB nur einen Teil der Freitagspredigt ohne Kriegspropaganda.